Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Power Query Tabellenblätter aus Excel-Dateien einliest, deren Namen sich ändern. Unter der Prämisse, dass diese immer an derselben Position stehen, also immer Blatt Nummer 3 sind beispielsweise. Schauen wir es uns an. Ich habe heute zwei Beispieldateien vorbereitet. Einmal die Datenquelle mit den Tabellenblättern, deren Namen sich ändern, und einmal eine Tabelle, eine Excel-Datei, in die ich die Daten einlesen möchte. Die ist gegenwärtig leer, aber die füllen wir gleich mit Leben. Schauen wir mal in die Datenquelle rein. Die Datenquelle besteht aus vier Tabellenblättern. Die Tabellenblätter Tabelle 1, 2 und 4. Und das interessante, für uns interessante Tabellenblatt XYZ an der dritten Stelle. Ich habe im Blatt XYZ mal die Werte 1, 2, 3 eingetragen, während sich in den anderen Blättern Nullwerte befinden. Ist dafür da, damit wir, falls wir in Power Query nachher durcheinander kommen, genau wissen, wo das richtige Blatt ist. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, dass wenn du mit sich ändernden Blattnamen zu kämpfen hast, der Königsweg natürlich wäre, dass du den interessanten Datenbereich einfach in ein intelligentes Tabellenobjekt umwandelst, indem du hier oben auf Einfügen gehst und dann sagst Tabelle oder auch Steuerung T drückst. Und damit ein Tabellenobjekt hast, das Power Query innerhalb der Datei erkennen kann. Dieses Tabellenobjekt kannst du vernünftig benennen, beispielsweise mit meine Daten. Und dieser Name ist innerhalb dieser Excel-Datei eindeutig. Selbst wenn du auf einem anderen Blatt auch ein Tabellenobjekt anlegen möchtest, kannst du nicht nochmal den Namen meine Daten vergeben. Das heißt, wenn du dann auf meine Daten in Power Query suchst oder danach suchst, wirst du immer an diese Daten gelangen. Ich unterstelle jetzt für dieses Beispiel, dass dir diese Möglichkeit nicht gegeben ist, weil du vielleicht nicht der Eigner der Datei bist und sie dementsprechend nicht verändern kannst oder die Daten irgendwie automatisiert geliefert werden über Nacht durch irgendein Skript, das die erzeugt und du dementsprechend auf das Tabellenblatt angewiesen bist. So, ich gehe mal aus dieser Datei, ohne die Tabelle hier zu speichern. Wir sind immer noch mit dem Tabellenblatt unterwegs und gehen einmal in die Konsolidierungsdatei. Ich speichere mir vor mal den Pfad hier zwischen. Und Und in dieser Konsolidierungsdatei gehe ich oben auf Daten, sage Daten abrufen, aus Datei, aus Excel-Mappe. So, und wenn ich jetzt hier den zwischengespeicherten Pfad mal eintrage, komme ich hier auf die Datenquelle. Jetzt öffnet sich ein Navigator und ich hoffe, dass er das bald tut, denn er braucht ganz schön lange. So, und in diesem Navigator siehst du, dass das Blatt XYZ nicht wie eben gesehen an dritter Stelle, sondern hier an vierter Stelle angezeigt wird. Es hat sich jetzt nicht etwa die Position des Blattes innerhalb der Excel-Datei verschoben, sondern der Navigator zeigt die Blätter schlichtweg in alphabetischer Reihenfolge an und leider nicht in der Reihenfolge, wie sie in der Datei vorkommen. Dass dem tatsächlich so ist, kann ich dir zeigen, indem wir hier nochmal rausgehen und ich in der Datenquelle hier das Blatt einfach mal umbenenne von XYZ in zum Beispiel ABC. So, ich speichere die Datei, schließe das Ganze und gehe hier in der Konsolidierungsdatei nochmal auf Daten, Daten abrufen, Excel-Datei und hier Datenquelle. Und dann siehst du hoffentlich relativ zügig, dass sich das Blatt ABC jetzt an der ersten Stelle befindet, was natürlich auch nicht der Position innerhalb der Datei entspricht. Wie lösen wir das Problem? Wir steuern jetzt nicht das dedizierte Blatt ABC an, sondern wir nehmen einfach mal die komplette Datei, indem wir oben den Ordner anklicken und unten sagen Daten transformieren. Dadurch springen wir jetzt in Power Query und bekommen als allererstes die Metadatensicht dieser Excel-Datei angezeigt. Metadatensicht deswegen, weil mir hier die einzelnen Objekte innerhalb der Excel-Datei angezeigt werden, die Power Query kennt. Hier kann ich sehen, was das für Objekte sind, in dem Fall nur Tabellenblätter, also Sheets auf Englisch. Und das, was uns interessiert, ist das hier an der dritten Stelle. Und du siehst hier, ABC steht hier auch an der dritten Stelle. XYZ hätte auch da gestanden. Und wir wollen jetzt genau diesen Datensatz selektieren und alle anderen loswerden. Und das geht relativ einfach über dieses Icon hier oben, indem wir, es gibt noch andere Positionen, wo das geht, aber indem wir hier oben draufklicken und hier unten sagen, Bereich von Zeilen beibehalten. Ja, unser Bereich beinhaltet jetzt nur eine einzige Zeile, aber wir könnten hier jetzt eben auch mehrere auswählen. So, ich gehe oben nochmal rauf und sage Bereich von Zeilen beibehalten und wir möchten bei der ersten Zeile die 3 eintragen, weil wir die dritte Zeile brauchen und Anzahl von Zeilen ist nur 1, weil wir nur eine Zeile haben.
Und ich bestätige das mal mit OK. Und wo ich ran möchte, ist hier dieses Tabellenobjekt in der Spalte Data. Wenn ich da daneben klicke, siehst du, dass sich hierin eben diese Werte 1, 2, 3 befinden. Die sind in diesem Tabellenobjekt. Und da mich nur das interessiert, sage ich bei der Spalte Data per Rechtsklick in den Spaltenkopf, dass die anderen Spalten entfernt werden sollen und ich hier dieses Tabellenobjekt über das Expandieren-Icon expandieren möchte. Das verwandle ich jetzt nochmal in eine ganze Zahl und speichere das einmal. Und um dir zu zeigen, dass das eben auch mit sich verändernden Namen funktioniert, gehe ich jetzt nochmal zurück in die Datenquelle und ändere da eben den Blattnamen und auch gleich die Daten mit. Wundere dich bitte nicht, dass die Daten jetzt bei mir nicht automatisch in Excel geladen werden. Das ist eine Einstellung, die ich vorgenommen habe, weil ich das häufig nicht möchte. Jetzt nochmal in die Datenquelle und benenne das dritte Blatt jetzt um von ABC in 1, 2, 3 und ich werde die Daten oben von 1, 2, 3 jetzt mal in 4, 5 und 6 umwandeln. Ich speichere das Ganze, schließe die Datei und gehe zurück in meiner Konsolidierungsdatei auf die Datenquelle. Und ja, hier sind immer noch die Werte 1, 2, 3 drin, weil er nicht automatisch die Abfrage refresht. Ich kann hier oben sagen, Vorschau aktualisieren. Und wenn ich das tue, sehe ich hier die Werte 4, 5 und 6, obwohl sich der Blattname von ABC in 1, 2, 3 gewandelt hat. Ich weiß aus der Praxis, dass das hier tatsächlich ein Problem ist, das in Fachabteilungen häufiger vorkommt. Deswegen hoffe ich, dass dir das Video geholfen hat oder helfen wird in deinem eigenen Ablauf. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da oder schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du noch eine Frage hast. Und ansonsten sage ich wie immer, danke für deine Zeit und tschüss und bis bald.